This feels like the longest day of my life. Ja, das glaube ich. One day? I have Hallo. No idea. Na, Doki? Our time together is a confusing patchwork of moments today. What time is it then? What day? It's May 11th, 2104, 3:30 a.m. But I don't remember when we started. Das weiß ich auch nicht. Kann nicht allzu lange her sein. Gefühlt sind es Wochen. Seitdem wir hier angefangen haben. Aber das liegt an, verzerrter Wahrnehmung. Ja, was ist das hier für ein Gelöt? You know, I woke up in my bed today. It just happens to have happened 100 years ago. Sounds like a real. I woke up in my bed today, 100 years ago. Who am I? Oh. Who am I? So ein Handgerät. Hallo. Und hinein damit. Oh. Schlucks. So, weg mit der verschwommenen Sicht. Ha. Geheilt. Sehr schön. So kann es weitergehen. It's crazy to think where I am. Not only is this the future, it's in the middle of the sea. I know nothing of this time or what the world looks like. Not much to brag about now. Before the comet, I guess it was okay. Yeah. Better not oversell it. Might change my mind about the Ark. Kaputt. Alles kaputt hier. Gut, nehmen wir... Hier ist auch nochmal eine Tür. Gibt's hier noch irgendwas, was vielleicht mal funktioniert? Ich habe einen Akku rausgenommen. What's the first thing? Make sure the Ark is safe, stabilize flight path, activate solar panels. What's the first human thing you're gonna do? Oh. I am not Watch human. The clouds roll by? Does that count? I'd say so. Ein Roboter, der Blut verloren hat? Warum das? Ah, nee, ist ein Mensch. Are you suggesting we keep it down here? Doesn't that defeat the whole purpose? Eternity among the stars, remember? The people inside the Ark won't know the difference. We can just keep it down here, and we don't have to risk the Ark being shot through 5,000 meters of broken barrel, and then push through another 100,000 meters of a dust-filled atmosphere. Will the casing stand all that pressure? Well, the odds aren't great. Catherine, say something. I don't care what you think. I'm launching it. No need to be like that. Let's just hang on to it for a while and think about it. We can launch it later. No, that wasn't the deal. We made it to save them. To launch it. Out there, it's hope. Down here, it's a fucking terrarium waiting to die with the rest of us. Come on, Catherine. It's not asking much. Let's just think about it before we risk the only hope humanity has to survive this hell. No, we launch it today. This is my project, my Ark. It's bigger than that. Don't you get it? It's not for you to decide. We're talking about the fate of mankind. Get away from the Ark. I'm taking it. No, you're not. I'm not gonna let you ruin this. Stop it! Guys, calm down. Get away from me! No! What the fuck did you do? It was an accident. Catherine, talk to me. Catherine. Okay. Demnach ist das hier Catherines Leiche. Did you say something? Nein. You had an accident. What are you? Oh. You mean Catherine? Don't worry, it's better this way. Ja, gut. Wir haben jetzt offenbar Catherines Leiche gefunden. Also Catherine ist ja die, die im Computer wohnt, ne? Die Frau, Trulla, Computerwesen. Wie auch immer. Und hier können wir eine Batterie einführen. I think I found the assembly space. What do you see? It's like a huge open shell, a bullet ready to be loaded. That's great. All prepared for the Ark. Right. I'll go pick it up. So, keine Nutzlast. Ja, gut, das werden wir ändern. How did she die? You got into a fight with your colleagues. They didn't want to risk launching the Ark. Thought it might not make it through the atmosphere. They killed me? I'm sure it was an accident. They were just trying to stop you from launching. Schlecht. Ja, ist nur die große Preisfrage. Wo muss ich hin? How could they kill me? Catherine. Auf die Mütze. I know I'm not an easy person to like. I just thought they trusted me. Come on, don't do this to yourself.
Das ist die große Preisfrage, ne? Wo ist dieses Teil? Ist es hier drin? Ah, ich hab's verstanden. Alles klar, ich muss die Batterie holen. Alles klar, alles klar. Sehr gut, machen wir. Machen wir, sofort. Wo war die denn? Did you have friends in Toronto, Simon? Nein. Real friends? Niemals. There was some. Jesse, Sean. I always wanted a friend. Like a real one. Someone you'd never hold back with. I'll be your friend. Oh, pity friendship? Now I feel even worse. Hm. Einmal den Akku rein. Und das Knöpfchen gedrückt. Tür auf. We'll make it through the atmosphere and into space. It almost doesn't matter anymore. We just need to try. If we burn, we burn. If we're lucky, come here. We just gave humanity a new chance, a whole new era. With the Ark on Earth, maybe we have a few decades of power to keep it running. In space, we have thousands of years. Still, one hell of a gamble, though. This was never about certainty. It's about hope. Lass mich den Akku mitnehmen. Muss die Tür wieder zumachen? Das kann sein, ne? So, Tür zu. Los. 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 Oh, darf ich den mitnehmen? Gib, 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 gib. Oh. Na gut, bringen wir erst die Arche weg. Ich hoffe mal, dass es jetzt hier keine weiteren Komplikationen mehr gibt. Hm. Ich hab da so meine Befürchtung, was das angeht. So, rein damit. Noch einmal den Akku holen. Und dann war's das vielleicht sogar schon. Weiß, wir werden sehen. Wäre dann zwar ein relativ... Also wenn es jetzt schon zu Ende wäre, wäre es ein relativ unspektakuläres Ende. Aber wir werden sehen. So, da muss Strom rein. Dann gehen wir nach hier oben. Drücken ein Knöpfchen. Tschüss. Ja. Läuft. I'm really not that familiar with guns of any size. Oh, here we go. All systems say go. Lock and load. Come back up and we'll head out to the gun. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Hm, Projektil unterwegs. Oh, auch nicht. Abgeschlossen. Und jetzt? Willst du noch irgendwas machen? Und da drauf drücken? Wenn ich die Batterie noch mitnehmen? Ich wüsste aber jetzt nicht, muss ich die wieder mitnehmen? Kann ich denn mal. Wo war denn jetzt dieser Kontrollraum? Der war oben, ne? Meine ich. Gehen wir mal nach oben. So, vielleicht müssen wir sie von oben abschießen? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es gleich sehen. So. Einmal da rein. Control Room. Ja, das klingt doch gut, ne? Dann gehen wir mal zu Catherine. Now we just need to get the shell under the gun and then kaboom. Aren't you forgetting something? How are you gonna get us on board the Ark? Don't we need to make another scan? Oh, don't you worry. You don't operate something like the Omega Space Gun with your bare hands. You mean it's a pilot seat? Like back at Omicron? Yes, and we can use it to transfer you to the Ark while operating the gun. Two birds and all that. Now, take the Omni tool and plug it in next to the seat and I'll guide you through the final steps. Als ob. Du haust doch damit ab mit dem Teil, könnte ich doch wetten. Sie haut damit ab und ich bleib hier. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wo dieser Pilotensitz ist. Vielleicht hier? Ah ja, hier, Launchdome. Ja, man sollte nochmal lesen, was da steht. So, auf. Okay. Inaktiv. Nein. Aktivieren. Zugriff gewährt. Tür zu. Hm. Jetzt wird hier wieder geflutet. Hm. Einmal fluten bitte.
Okay. So, das wäre voll. Jetzt mach die Tür auf. Jetzt. Tür auf. Ah, jetzt. Muss man das bitten, damit sie aufgeht. Okay. Hier ist es duster und da ist diese riesen Kanone. Und die ist 5 Kilometer lang. Wow. Okay. Ganz schön mächtig gewaltig hier. Man sieht aber mit Taschen aber auch nicht viel mehr. Das kann ich so auslassen. Spart etwas Strom. Da ist der Launch Seat. Hier müssen wir rein. So. Oh. I'll never get used to that. Guess you won't have to. Not after this is over. Right. Have a seat. Okay. Setzen wir uns hinein. Aber wir werden trotz alledem niemals in diese Kanone reinkommen. Okay, I'll activate the seat. You should be able to use the machines to load the bullet you assembled. Oh. How do you operate this thing? Don't know, I never tried this one. But pilot seats are notoriously easy to use, so it shouldn't be a problem. Okay. Ritzel? Muss ich noch irgendwas machen? Glaube nicht. Nehme Rakete. Ah. So. Und dann drehen wir das Ganze. Beziehungsweise befördern es nach dort. Könnte ich das jetzt drehen? Okay. Alles nur über Gedankenkontrolle. There we go. Okay. Okay, ready when you are. Just hit the button and we're off. But we need to transfer our minds to the Ark. We also need to make sure it launches at all, so I tied them to a single switch. Just push the button and we're off. Ich sagte, das klingt alles danach, als wenn sie sich rein transferiert und ich bleib hier. Ich, armer Tropf, muss hier bleiben. Here we go. No turning back. Thank you, Simon. Don't mess. It's an amazing thing you did. Time, 20 seconds. What's the matter with the upload? Just give it a second. I thought you guys would have better bandwidth in the future. Yeah. Toll. Los! 10 seconds. Nine. Hallo? Eight. Ich will mit. Seven. Mach schon. Six. You gotta be kidding me. Five. Four. Three. Come on, load. Two. Yeah, yes. Fuck yeah, we made it. Woo. Wow. Aber er hat halt immer noch nicht begriffen, dass er trotzdem hier bleibt. Sein Gedächtnis und alles mag zwar in der Arche sein. Catherine? Aber er ist immer noch Catherine? Hier. Das war doch klar. What the hell happened? What went wrong? Nothing. They're out das war klar. Among the stars. We're here. No. We were getting on the Ark. I saw it. It finished loading just before it launched. Yeah, I saw. Then why are we still here? Simon, I can't keep telling you how it works. You won't listen. You know why we're here. You were copied onto the Ark. You just didn't carry over. You lost the coin. Sag ich doch. We both did. Just like Simon at Omicron, just like the man who died in Toronto 100 years ago. This is bullshit. We came all this way. We launched the Ark. I know it sucks, but our copies are up there. Catherine and Simon are both safe on the Ark. Be happy for them. Are you crazy? We're gonna die down here with those fuckers living at large on a spaceship. They're not us. They're not us. I'm sorry you feel that way, Simon. I'm proud of what we did. We made sure that something of the hundreds of thousands of years of human history survived, that something lives on. No, 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 no. Fuck this! Fuck! Fuck this! Fuck you! Fuck
you, Catherine! You lied! And I believed in you! I trusted you! You said we're getting on the fucking Ark! We are on the Ark, you idiot! I didn't lie! Hat zufälligerweise früher bei Slipknot gesungen? Ich frag nur. Catherine? Please don't leave me alone. Catherine? Catherine? Das war doch klar. Es war doch abzusehen. Es war doch einfach nur abzusehen, dass er und sie hier bleiben. Oder? Also, er ist jetzt der arme Tropf. Er ist jetzt einfach nur der verschissene arme Tropf. Weil er muss jetzt so lange weitermachen, bis seine Batterien leer sind. Und keine Ahnung, wie lange das dauert. Er tut mir wirklich leid. Er tut mir wirklich leid, aber er hat halt einfach nicht mitgedacht. Er hat wirklich nicht mitgedacht. Es war doch klar, dass sein restlicher Verstand hier bleibt. Sie hat es mehrfach vorher gesagt. Ah, scheiß die Wand an, sag ich da nur. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich habe ja gesagt, das Spiel wird nicht mehr allzu lange gehen. Ja, aber trotzdem, also es war auf eine gewisse Art und Weise, war es ja ein schönes Spiel gewesen. Es hat ja so ein bisschen mit diesen, Entscheidungen halt eben gespielt, ne? Also du gibst halt eine Entscheidung ein und musst dann im Prinzip damit leben. Du schaltest halt irgendwo ein kleines Rädchen aus und sei es halt nur gefühlt ein Roboter. Aber der war ja im Prinzip auch mal irgendwann jemand gewesen. Und das ist halt eben das, wo ich mir so sage, ja, ne? Und dann halt zum Schluss hier die Technikerin da noch auszuschalten, also das war, puh. Da ist ein Schreibfehler drin, sehe ich gerade. Der Andreas Jensen, keine Ahnung, das ist irgendwie ein Typo. Schon der zweite, den ich in dem Spiel sehe. Beziehungsweise wahrscheinlich ein Umlaut oder ein Sonderzeichen. Klare Copy-Paste-Fehler, ja, ne? Irgendwie Umlautfehler, würde ich sagen. Nicht UTF-8 benutzt für alle, die wissen, was ich meine. Egal, es ist halt, es war ein schönes Spiel gewesen, muss man dazu sagen, also die Technik und alles hat mir echt sehr gut gefallen, auch gerade das mit dem, hey, dieser Twist, dass du halt eben erst dieser menschliche Teil bist und dann erst so im Verlaufe halt eben rauskriegst, Moment mal, ich bin gar nicht mehr ich, sondern ich bin auf einmal ein Roboter. Ja, ist gewesen. Ja, ein Umlaut. Genau. Genau, Ummel. Richtig. Ja, weiß einer Bescheid. Ja. Schade eigentlich, aber es hätte ein bisschen. Ja, es hätte ein bisschen anders gemacht werden können, meine ich. Also so, dass man zumindest ein kleines bisschen mal an die Hand genommen wird. So bei Passagen, wo man einfach nicht weiß, was man machen muss. Das fand ich halt so ein bisschen schade. Naja, aber ansonsten war es ein ganz okayes Spiel. Dafür, dass ich dafür keinen Pfennig bezahlt habe, war das vollkommen okay. Und ich bin froh, dass ich es nicht auf der Konsole gespielt habe, sondern jetzt auf dem PC schlussendlich. Weil die Steuerung wahrscheinlich auf der Konsole schrecklich gewesen wäre. Was ist denn jetzt los? After Credits? Okay. Wo bin ich jetzt? Ich sitze jetzt in einem Stuhl. Ich habe jetzt vor allem wieder Klamotten an. Is this? Did it work? Okay. Licht. Gucken wir mal, was erwartet uns denn jetzt hier noch? Ich habe keinen Plan. Man meistens nicht bei Spielen, dass man danach irgendwie noch weiterspielen kann. Außer es ist ein Open-World-Spiel oder sowas, ne? Aber hier? Puh. Oh, hier ist noch mehr Licht. Sind wir auf einem fernen Planeten? Nee, wir sind jetzt in der Arche. Ich wette mit euch, wir sind in der Arche gerade. Hundertprozentig. Und das ist jetzt im Prinzip die Schönheit, soll uns alles dargestellt werden. Und wir treffen jetzt bestimmt gleich auf irgendeinen anderen Charakter. Ich wette. Weil es ist einfach, es sieht wieder zu perfekt aus. Ja, jetzt einen fetten Bluescreen und auf der Arche. Ja, ich sag doch, wir sind bestimmt auf der Arche. Hundertprozentig. Oh, hier. Willkommen. Wenn Sie dies lesen, haben Sie es in die Arche geschafft. Da-da. Diese Umfrage soll den Entwicklern ein besseres Verständnis ihrer subjektiven Erfahrung geben und wie sie ihr Wohlergehen verbessern können. Bitte fahren Sie mit der Umfrage fort. Fortfahren. Wie würden Sie Ihren physischen Zustand beschreiben? Ich fühle mich normal, ich fühle mich gestärkt, eine bessere Version meiner selbst. Ich fühle mich fremd, ich bin Gast in einem anderen Körper, ich fühle mich falsch, nicht mehr wie ein echter Mensch.
Schwierig, schwierig. Recht schwierig. Einerseits fühle ich mich gestärkt, eine bessere Version von mir selbst. Aber auf der anderen Seite fühle ich mich auch wie kein echter Mensch mehr. Also würde ich sagen, ich nehme einfach mal die 3. Ich fühle mich fremd. Ich bin ein Gast in einem anderen Körper. Sind wir ja sowieso. Speichern. Frage Nummer 2. Wie würden Sie Ihren psychischen Zustand beschreiben, das andere? Ich fühle mich normal, ich fühle mich abgetrennt, eine Trennung von Körper und Geist. Ich fühle mich verändert, als hätte sich mein Charakter geändert. Oder aber ich fühle mich verloren, ich existiere nicht mehr. Einerseits ja, viertens ja, weil die physische Hülle von ihm existiert ja nun wirklich nicht mehr, aber das schon seit vielen, 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 vielen tausend Jahren. Sogar, ja, 1000 Jahre sind es, glaube ich, ne? Genau, wir hatten ja irgendwie 3000 noch was. Deswegen, naja, Zwiespalt. Ich fühle mich aber eher wie abgetrennt. Ne? Genau. Wie würden Sie Ihre Wahrnehmung beschreiben? Normal, wie erwartet. Ich nehme meine Umgebung bewusst und genauer wahr. Ich fühle mich blockiert, als ob meine Sinne taub wären. Oder mir fehlt einer meiner natürlichen Sinne oder sogar mehrere. Tja, puh. Ich glaube, an meiner Wahrnehmung hat sich jetzt persönlich gar nichts geändert. Vielleicht nehme ich meine Umgebung ein bisschen bewusster oder genauer wahr. Der Rest ist irgendwie... Nee, der Rest trifft mir irgendwie nicht zu. Deswegen nehme ich einfach mal das. Frage Nummer 4. Wie würden Sie Ihren neuen Zustand beschreiben? Es ist angenehm. Ich mag es nicht. Irgendwas stimmt nicht. Es ist beunruhigend. Alles fühlt sich konstruiert an. Oder viertens deprimiert. Ich werde das Gefühl nicht los, dass alles falsch ist. Einerseits würde ich sagen, es ist beunruhigend. Alles fühlt sich konstruiert an. Aber andererseits würde ich auch sagen, es ist angenehm. Weil ja alles... Also sein Ich lebt ja trotzdem jetzt dadurch weiter. Es ist nicht mehr sein Ich, sondern es ist eine Kopie von seinem Ich. Oder von uns, wie auch immer man das nennen will. Aber die anderen sind mir irgendwie... Die anderen passen mir irgendwie gar nicht. Also ja, man ist ja wie gesagt nicht mehr sein Selbst. Es fehlt die Seele des Ganzen und bla. Aber ich würde es einfach sagen, es ist angenehm. Besser als nichts. Beunruhigt Sie die Tatsache, dass Sie nicht länger rein menschlich sind? Nein, ich fühle mich gut. Zweitens, ich fühle mich ein wenig so, als hätte ich mich selbst verloren. Drittens, ja, ich traue meiner vorherigen Existenz nach. Trauere, ja. Und viertens, es ist mir egal, welche Form ich habe, solange es für mich weitergeht. Schwierige Frage. Das ist so wieder die Frage nach dem ewigen Leben sozusagen. Ne? Möchte man ewig leben? In der Arche ist das wahrscheinlich scheißegal, weil da werden die Leute niemals sterben. Von daher, nein, ich fühle mich ausnahmsweise gut, glaube ich. Wie nehmen Sie Ihre neue Existenz wahr? Es ist eine direkte Fortsetzung meines vorherigen Selbst. Wie ein neues Kapitel meines Lebens, als wäre ich neu geboren worden, ein vollständiger Neuanfang. Sie ist etwas völlig anderes und hat nichts mit meinem vorherigen Ich zu tun. Das würde ich nicht unbedingt sagen, weil, wie gesagt, der Teil, der vorher gelebt hat, der vorher wir waren oder ich war, der existiert ja nicht mehr. Deswegen würde ich einfach mal sagen, es ist ein neues Kapitel. Weil Neuanfang ist es irgendwie nicht, weil wir haben ja immer noch die Erinnerung an unser vorheriges Ich, beziehungsweise an unsere vorherige Geschichte, wie auch immer. Deswegen ist es kein Neuanfang für mich. Und was völlig anderes ist, würde ich auch nicht sagen, weil, wie gesagt, dazu haben wir einfach noch die Erinnerung. Okay, Frage Nummer 7. Finden Sie, dass diese neue Existenz ein lebenswertes Leben sein wird? Ja, genauso wie mein vorheriges Leben, ja, aber mit weniger Bedeutung. Vielleicht können wir einen neuen Sinn in dieser Welt finden. Nein, sie ist zu weit entfernt von der Realität und allem, was ich kenne. Ich glaube, da bleibe ich einfach bei Antwort Nummer 1. Ja, ist genau wie mein voriges Leben. Weil weniger Bedeutung würde ich nicht unbedingt sagen, weil wir ja doch irgendwie was Bedeutendes getan haben und trotz alledem weiterleben. Deswegen, und der Rest, wie gesagt, trifft nicht zu. Achtens, möchten Sie lieber aus dem Projekt entfernt werden und den Tod akzeptieren? Nein, vielleicht, ich muss darüber nachdenken und ja. Nö, möchte ich eigentlich nicht, weil es ist ja eine neue Erfahrung und man kann ja erstmal gucken. Würde ich meinen. Schauen wir. Nein.
Ihre Antworten, Antworten wurden gespeichert. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Das Arche-Team. Bitteschön. Mache ich gerne. Okay, also sind wir jetzt in der Arche. Wie schon angenommen. Na gut. Dann schauen wir mal. Hier ist schönes Wasser und Blumen und also Seerosen, bla, Gedöns. Ja. Da hinten ist wahrscheinlich der Baum des Lebens oder so ähnlich. Weil es so ein fetter Baum ist. Ja, so ein richtiger fetter Baum. Gucken wir mal. Boah. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass noch ein Bluescreen kommt, weil ein Bluescreen wäre jetzt das, was bescheiden wäre. Was ist das denn? Catherine? Oh. Eine riesige Stadt. Catherine! Katharine. I can't Hallo. Believe we actually made it. Well, we did. I'm so relieved. Pathos 2. It's okay, Simon. Everything's all right now. Hm. So sieht offenbar die Erde aus, nachdem sie völlig, ja, zerstört wurde, würde ich meinen. Jetzt gibt unser kleines Gerät namens Satellit Gas und wird wahrscheinlich eine neue Galaxie für uns finden, in der wir hoffentlich in irgendeiner Art und Weise weiter existieren können. Weil ansonsten, wenn irgendwann der Strom alle ist von dem Gerät, naja, dann sieht es halt ein bisschen eng aus mit unserer Existenz, weil dann ist von heute auf morgen einfach mal so Stöpsel gezogen, würde ich sagen. Oder Stecker gezogen in dem Falle. Dann war es das nämlich. Aber so langsam, wie das Teil hier vor sich hin dödelt, dann wird das noch, weiß ich nicht, wie viele hunderttausend Jahre dauern, bis wir irgendwo mal ankommen. Ich glaube, in der Zwischenzeit haben wir genug Strom. Hoffentlich. Na gut. Tschüss. Ach, jetzt fällt es aus. Ja. Wie gesagt, zum Ende hin doch nochmal recht schön jetzt gewesen. Es war halt eben nicht der versprochene Horror, fand ich jetzt. Es war eher so... Also mit Horror hat das nichts zu tun. Das ist mehr so ein, ich weiß nicht, wie man es nennen mag. Vielleicht eine Art Action-Adventure. Irgendwie sowas. Aber Horror fand ich jetzt irgendwie überhaupt nicht so wirklich. Naja. Gut. Das war's dann auch mit Soma. Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir machen jetzt im Stream gleich mit was anderem weiter.